Ja. Yeah. Die finde ich echt krank. So. Ich glaube, die beiden Teams sind soweit, loszulegen. Jo, NOS hat die auf T57 gewechselt und E50M wieder. Interessant. Wow. Also haben einfach den AMX50B ersetzt mit einem T57 Heavy. Kannst du dir da einen Grund vorstellen? Also, ich verstehe den Wechsel jetzt nicht so. Ich weiß es nicht. Ich hätte auf dieser Map niemals einen T57 genommen. Kann natürlich sein, dass sie irgendeine Special Geheim Ultra Tactics haben. Guck mal, ich habe eine höhere WN8 als du. Nee. Du hast auch einen Second Account. Gar nicht. Das ist mein erster. Mann, ich will immer gleich erstmal Doppel-R drücken für losfahren, ja? Brauche ich nicht. Ich benutze das Doppel-R nie. Was? Also, nicht in solchen Situationen, nicht in der ESL, nicht im Clan War. So im Random mal Doppel-R und gib ihm, ja klar, aber in sowas nicht. Drückst du immer nur einmal R oder wie? Nee, ich drücke die W-Taste. Ich muss meinen Panzer kontrollieren, aber gut, dass du doppelt R sagst. Ich habe jetzt gerade auf W gedrückt und wollte, komm, fahr T57. Los, jetzt. Jetzt geht's los, jetzt fahren wir. So, also wieder beide Seiten ohne den schnellen First Spot. Und diesmal verlagern sich beide Teams aber, so scheint es, Richtung Hügel. Also sowohl NOS als auch... Ach verdammt, ey. Guck mal, jetzt ist NOS doch links und nicht rechts, so wie ich dachte. Oh. Sapperlot. Also mit dir nix. Egal. Das wird... Naja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Das heißt, ich werde mal die Logos wieder verschieben. Das ist immer noch ein bisschen verwirrend jetzt für mich, welches Team warum auf welcher Seite startet. Aber das kriege ich im Laufe des Tages sicherlich noch raus. So. Ja, 1:0 der Spielstand für die, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben und dazugestoßen sind hier. Wir übertragen heute hier live das 3 gegen 3 Rumble Clan Turnier und wir befinden uns in Runde 3 im Match zwischen NOS und KRTS. Der Spielstand 1:0 für NOS. Das bedeutet, KRTS muss dieses Spiel gewinnen. Ansonsten. Und dann das Deathmatch gewinnen. Und dann das Deathmatch gewinnen, genau. Während NOS es reicht, jetzt quasi hier ein Unentschieden zu spielen. Wenn ich das richtig verstehe. Auch nicht? Dann würde Deathmatch gespielt werden. Wieso, aber die haben doch ein... zwei von drei Runden gewonnen werden, so wie ich das vorhin verstanden habe, in der Regelkunde vor dem Turnier. Also das heißt, es würde beiden... Also es würde ihnen nichts bringen, jetzt auf Unentschieden zu spielen, weil sie auch gewinnen müssen. Interessant. Also da muss ich nochmal den Regeln nachlesen. Das halte ich ja für merkwürdig. Bin ich mir nicht sicher. Ich will mich nicht zum Fenster hinauslehnen. Steinigt mich nicht, weil ich Jehova gesagt habe. Aber interessanterweise hat sich jetzt der Benchat von KTS auf den Hügel hochgeschlichen, was wir die letzten Runden nicht gesehen haben. Und der E50M hier unten hat das noch nicht mitbekommen. Aber der Benchat weiß auch nicht, dass der E50M hier unten ist, habe ich das Gefühl. Nee, die können sich auch gegenseitig nicht spotten, so wie sie stehen. Also ist echt lustig. Jetzt stehen sie auf A4. KRTS steht jetzt auf A4 mit seinem TD und seinem Heavy. Halt eher Richtung Hügel orientiert. Und wow, der Badchat hat, glaube ich, den T57. Hat er den noch losfahren sehen? Glaube schon. Weil sonst hätte er sich nicht zurückgezogen, oder? Ja. Objekt 263. Der Badget versucht jetzt hier auch einen Spot auf das Feld, um zu gucken, fährt der Heavy da jetzt alleine hoch? Objekt 263 geht ziemlich weit nach vorne, ziemlich aggressiv vor. Also NOS macht hier wieder den aggressiveren Move. Sind allgemein in allen drei Spielen definitiv das aktivere Team, was gewinnen will, so hat man das Gefühl. Ja. Aber wir schauen mal ganz kurz auf das Gegner 263, wo die denn jetzt hingucken. Oh, der Badchat fängt an zu schießen. Badchat wurde gespottet und fängt an zu schießen aufs 263. Nee, auf den E50M hat er geschossen. Ja, auf den E50M. Zieht sich da jetzt vom Hügel und das 263 ist jetzt aber in der Position... Um ihn abzufangen. Wurde aber selber gespottet, muss ich jetzt hinter den Hügel dort in Deckung begeben. Oh Gott, ey, dieser Badchat gerät jetzt richtig in die Bedulle, denn jetzt kommt von oben der T57 Heavy und wird jetzt gleich sein gesamtes Magazin in den Badchat entladen. Der erste sitzt... Der zweite, oh, der zweite geht daneben. Hat hier unten auch Damage bekommen. Ja, ich sehe es. Der dritte, na, 2 von 4 Schuss verkackt da.
Ja, mit das ist halt seinen T57. 57, ja. Da steht der Budget einfach zu weit weg. Ein Glück, das war ja früher noch nicht so. Haben also relativ fair HP getradet und es sieht so aus, als ob KRTS jetzt auf das Objekt 263 raufpushen will. Ja, T57 das im hat Reload, denken aber sie sich, aber das ist schon NOS weg. mitbekommen Und ist schon unterwegs weg. und Wow. ist schon fast wieder weg. Aber deutlich aggressiveres und aktiveres Match hier als in den ersten beiden Runden. Ich glaube nicht, dass das 263 da noch rauskommt. Ne, es steht da sehr, sehr weit Eieiei. unten. Es steht da sehr, sehr weit unten drin. Aber es Komm, wurde fahr, noch Junge, nicht fahr, gespottet. fahr, fahr. Zieh! Ich Nee, das glaube, kommt der nicht mehr wünscht weg. sich Es auch kommt gerade, nicht mehr dass weg, sie oder? rausspringt und Schiebt! schiebt. Oho, 104 HP, doch, es kommt Da weg, kam es kommt der weg, Low es kommt Roll weg. vom FV. Ja, weg ist es. Oh, Alter oi, Schwede. So, aber NOS hat jetzt natürlich einen echten HP-Nachteil. oi, 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 da schwitzen mir die Hände schon beim Zuschauen. Das war auf jeden Fall richtig knapp. Ich weiß auch gar nicht, ob das so clever gewesen ist, sich da zurückzuziehen in dem Augenblick. Oder ob sie es nicht einfach drauf ankommen lassen, da quasi zu kämpfen. Das weiß ich nicht, ob es dann einfach nicht plattgewalzt worden wäre von den dreien. Die Gegner haben halt immer noch den Hügel, ne, mit dem Budget da oben. Ja, aber Wenn eben der gerade hatten sie ihn ja T57 nicht. oben drauf Also, war. als der T57 Heavy oben drauf war, dachte ich halt, dass sie den Hügel halt haben und die Gegner gar nicht so weit da rauf pushen. Na egal, die wissen es schon besser als ich. Aber jetzt natürlich klarer Vorteil auf Seiten von KRTS. Und das macht jetzt der NOS sehr clever. Zieht jetzt das Objekt 263 halt ganz, ganz nach hinten, sodass es halt nicht gespottet wird, wenn es schießt und so die HP des eigenen Panzers nicht ganz so ins Gewicht fallen. Aber ein T57 Weiß Heavy aber als auch Spotter nicht. ganz vorne ist auch nicht so toll. Ich glaube, sie ziehen sich noch ein Stück weiter zurück. Ja. Und KRTS rückt hier halt nicht hinterher und will nicht den HP-Vorteil ausnutzen. Na, die verbarrikadieren sich jetzt scheinbar richtig hinten drin in der eigenen Base, ne? Also, anyways, Aber zieht sich hinter KRTS die hätte ich Häuser auch hinterher zurück. setzen müssen und einen TD rausnehmen müssen, meiner Meinung nach. Ja, ist schon komisch, ne? Sie hatten einen gegnerischen TD in den Allerwertesten geschossen. Warum sie da nicht nachgesetzt? Ja, okay, aber durchs Wasser nachsetzen ist natürlich auch schwer, ne? So, schauen wir mal, was aus der Sicht des KRTS-Teams. Sie sind immer noch sehr, sehr defensiv. Trauen sich immer noch nicht so wirklich vor. Und das ist halt langsam so ein bisschen unverständlich. Sie haben es jetzt halt dadurch. Das Gute am Nachsetzen wäre halt gewesen, der Gegner hätte sich nicht mehr in eine Position zurückziehen können, aus der sie ungespottet sind, quasi. Jetzt weiß halt KRTS wieder nicht, okay, wo steht das Team? Steht es da auf H0 und K0? Steht es hinter den Häusern oder wo ist es? Und NOS entscheidet sich komplett anders und geht jetzt scheinbar über die Wasserlinie. Oder denkt einfach nur, dass KRTS da vielleicht von dieser Seite aus angreifen will. Weil ich glaube, in NOS geht jetzt vor, okay, die haben ein bisschen. Die versetzen sich in die Lage des Gegners rein und sehen, okay, nicht der Gegner wäre, ich hätte jetzt HP-Vorteil. Ich wäre vielleicht hinterhergedrückt. Oder ich hätte als Kommandant gesagt, okay, wir sind jetzt slow, ziehen Sie sich jetzt in den Wald zurück, jetzt lass uns mal über die Wasserlinie pushen. Und Ja. dagegen versuchen Sie jetzt eine Taktik zu entwickeln. Und sich entsprechend aufzustellen. Gefällt mir aber nicht so. Nee. Weil das Problem ist, das Objekt 263 ist jetzt wieder ganz, ganz vorne. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum KRTS ihren Vorteil da nicht ausnutzen. Also KRTS geht halt quasi gerade das Risiko ein, dass sie zu spät lospushen und es gar nicht mehr schaffen, die gegnerische Base zu erobern oder alle Gegner zu vernichten. Und das Risiko würde ich halt einfach nicht eingehen, wenn ich weiß, ich bin so klar im Vorteil. Naja, komisch. Also NOS verstehe ich, die mussten sich jetzt halt zurückziehen. Aber ich glaube, KRTS ist echt so drauf, okay, passt auf. Wir warten bis 3 Minuten. Und dann Oder? ist es zu spät auf Malinovka. Oder wenn jetzt deine Regelauslage sage stimmt und der ein Unentschieden NOS gar nicht reicht, dann legen sie es jetzt halt einfach aufs Deathmatch an. Ich glaube aber, im Deathmatch verlieren sie gegen den T57. Würde ich auch behaupten. Aber, pff.
also ich weiß es nicht, was sie machen, aber sie machen gerade gar nichts. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Und deshalb muss es ja so sein, oder? Die müssen jetzt scheinbar echt aufs Deathmatch hoffen. Und mit ihrem Setup auf ein Deathmatch zu hoffen, okay, HP-mäßig haben sie einen Ticken mehr. Aber der Bat-Chat wird halt super schnell rausgenommen, ne? Ein Magazin vom T57. Also der Bat-Chat kriegt nicht mal sein Magazin leer. Der Bat-Chat hat zwischen den Schüssen länger einen Reload als T57. Ich glaube, hier im Deathmatch gewinnt wirklich der T57. Könnte durchaus sein. Ich glaube, deswegen hat NOS den auch genommen. Weil sie sich gedacht haben, okay, wenn wir die Runde jetzt verlieren... Das ist gut möglich, dass sie deshalb den AMX50B rausgeswitcht haben und lieber den T57 genommen haben. Wir haben halt sich gedacht, gut, okay, wir versuchen hier aggressiv zu gewinnen. Wenn wir es nicht können, ziehen wir uns zurück und hoffen dann auf Deathmatch Win mit T57. Und mit E50M, starker Frontpanzerung und 263 UTK müssen wir halt so hinnehmen. Aber trotzdem entscheidet sich NOS jetzt wieder dazu, vorzurücken. Vielleicht wollen sie doch noch schnell irgendwie versuchen, einen Basecap durchzuziehen, überraschend. Weil ich meine, wenn sie verlieren, ist egal für sie, ne? Dann kommt das Deathmatch. Also jetzt halt die Frage, ob es bei Unentschieden für sie reicht oder nicht. Weil wenn nicht, dann können sie es auch genauso gut riskieren und mit allem in die Capzone fahren. Wenn es keinen Unterschied macht quasi, ne? Aber ich glaube, das wird jetzt hier passieren. Die werden jetzt mit zwei Panzern in den Cap fahren und das 263 hinten halten. Nee, die werden mit allen drei rein. Die werden mit allen drei reinfahren und die beiden vorne stellen sich so im Dreieck auf, dass das Objekt nicht beschossen werden kann. So. Also, der erste Panzer ist drinne, der zweite Panzer ist drinne und die verstecken sich jetzt halt hinter diesem Haus. Und jetzt bleiben KRTS 20 Sekunden Zeit, um das jetzt hier abzuwehren. Und die ersten Schüsse gingen auf jeden Fall daneben. Ja, in die Häuser rein. Und der HP-Vorteil ist gerade eben fast ausgeglichen worden. Mm. 20 Sekunden noch Zeit für KRTS hier nochmal was zu machen gegen den Cap. Der Bad-Chat muss da jetzt eingreifen, aber ich weiß gar nicht, ob der was spottet von da, wo er steht. Noch ich 10 glaub, Sekunden. T57, oh ja, der T57. Ai. 20 Sekunden schlecht. Noch. 20 Sekunden. Ein Treffer können sie, glaube ich, eventuell noch ab. 13 Sekunden. 10. Wow, das ich wird der eng. Der Bad-Chat ist jetzt auch leer. Also wenn der Bad-Chat leer ist, dann muss der Schuss jetzt sitzen. Der Schuss muss sitzen. Und der Schuss bounced, aber der Ram kommt. Oh, der Ram! Der Ram kommt. Ich fass es nicht, der Ram hat gereicht. Der Schuss ging daneben, aber der Ram hat gereicht und das reicht jetzt nicht mehr. Alter Schwede, was für ein Glück. Was für ein Glück. Krass. Ei. Also da hat meiner Meinung nach KRTS das Game fast nutzlos aus der Hand gegeben. Also, die haben den Sieg quasi fast hergeschenkt, weil sie nicht auf ihre Capzone aufgepasst haben. Und dabei müsste ihnen doch klar gewesen sein, dass das extrem knapp. Ich meine, das waren 1-2 Sekunden. Das war der Ram in der letzten Sekunde. Ja.